hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV-News. Ja, so langsam schlägt das Sommerloch jetzt nun nachträglich noch zu, denn es werden tatsächlich immer weniger News. Aber ein paar Sachen haben wir: der Trend Simulator 21 wurde angekündigt, der TSW 2 bekommt neue Strecken und OMSI 2 London hat ein bisschen Bildmaterial mit dabei. Das alles und mehr, wenn wir uns jetzt hier in den News anschauen. Bleibt dran. Diese Woche wurde mit einem Trailer der Train Simulator 2021 angekündigt, welcher am 17. September 2020 erscheinen soll. Insgesamt gibt es drei bekannte Strecken und eine neue britische Strecke. Die diesjährige Version des Train Simulators gibt es in zwei Varianten, einmal in der Standard- und einmal in der Deluxe-Edition. Die enthaltenen Strecken sind einmal die Norddeutsche Bahn Kiel-Lübeck, 80 Kilometer lange Strecke in Schleswig-Holstein mit BR 648 und BR 218 mit Doppelstockwagen. Als weitere Strecke kommt die Clinchfield Railroad Elkhorn City St. Paul, 41 Meilen lange Strecke in Ken Kentucky, Virginia mit der EMD, GP7 und F7 sowie EMD, SD40 und GP38. Zu guter Letzt haben wir hier noch die Five Circle Line, eine 49 Meilen lange Strecke in Schottland mit der Class 68, 158 und 170 sowie LNER A4 mit Mark 2 und MK1 Wagen. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich die Strecke West Coast Mainline Source, die mit dazu kommt. Neue Features gibt es hier keine, lediglich Anpassung im Steam Workshop sind neu im Train Simulator 21. Alles weitere packe ich euch unten in der Videobeschreibung mit rein, wenn ihr euch da gerne mehr informieren möchtet. Und den YouTube-Link, der dazu ist, ist natürlich der Weg zum Trailer, falls ihr euch das Ganze mal in groß angucken möchtet. Aber auch. Transom World 2 bedient sich hier wieder mit Neuem, denn es ist wieder was Neues passiert, denn die Preserved Collection hat neue Addons bekommen. So wie das Ganze ja angekündigt worden ist von A Dovetail Games. Somit sind jetzt aktuell verfügbar die Tees Valley Line, Long Island äh, Railroad und die Ruhr Sieg Nord, sowie die Züge der DB BR 155, die Lear M3, die BR Class 20 und die BR Class 31. Das Ganze ist natürlich komplett Kostenlos solltet ihr diese DECs bereits schon besessen haben für den Train Simulator 2020. Notfalls könnt ihr das Ganze natürlich noch nachträglich dazu kaufen. Wenn ihr zufällig die Updates deaktiviert haben solltet, die automatischen Updates, dann kommt ihr an diese DECs für Train World 2 natürlich über die Eigenschaften im Reiter DECs ran. Dort einfach ein Häkchen reinsetzen und dann wird das Ganze natürlich automatisch runtergeladen. Wir haben hier schon eine kleine Runde gedreht und müssen sagen, es fühlt sich eigentlich alles relativ ziemlich cool an. Dazu werden wir aber in der nächsten Woche bestimmt das ein oder andere Video dazu sehen. Wenn ihr also mehr davon sehen möchtet, unbedingt wieder einschalten hier bei uns auf ÖPNV-Simulation. Auch RSSLO hat mal wieder was zu verkünden. So gibt es hier eine Strecke für den Train Simulator. Freilassing Linz. Die Route Extension ist jetzt erhältlich. Die Westbahn ist die wichtigste elektrifizierte Hauptbahn in Österreich. Sie führt von Wien über St. Pölten. Und Linz nach Salzburg. Die insgesamt 310 Kilometer lange Eisenbahnstrecke wurde 1860 in Betrieb genommen und ist eine Direktverbindung zwischen den beiden größten Städten Österreichs. Heute wird die Strecke von der ÖBB Infra betrieben. Nach und nach wird die Strecke weiter ausgebaut. Eine komplett durchgängige, viergleisige Strecke ist das Ziel. Im Erdmann ist die Strecke von Linz nach Freilassing über Salzburg mit einer Gesamtlänge von ca. 140 km befahrbar. Es ist ein Erweiterungspack für die Strecke Salzburg-Wels. Die Salzburg-Wels-Strecke ist deshalb auch erforderlich. Ich packe euch alles weitere unten natürlich wieder mal in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr euch das Ganze dementsprechend nochmal nachlesen. Gehen wir jetzt aber mal zu Omsi, denn hier ist ein Video aufgetaucht, welches mir relativ unbekannt ist. Und zwar geht es hier um das OMSI 2 Addon London. Allerdings ist die Qualität ein bisschen miserabel schlecht, denn hier gibt es kein Full HD-Bild, sondern ein lächerliches SD-Bild. Was jetzt nicht darauf schließen lässt, ob das ganze Video hier ein aktuelles Video ist oder vielleicht schon ein Video ist, welches schon vor einer ganzen Zeit erschienen ist. Zudem kommt natürlich, dass unten rechts das Logo von nordrhein TV Play gesichtet ist oder gesichtet worden ist. Dementsprechend kann sich das natürlich hier um ein offizielles Video handeln, was natürlich das Ganze nicht ausschließt, aber wie weit der ganze Detailgrad und wie weit das Ganze ist, das kann man jetzt hier an diesem Video noch nicht festhalten. Ich packe euch den vollständigen Link unten natürlich in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen, aber so sieht das Ganze halt dementsprechend raus. Um sie zwei London soll ja dieses Jahr 2020 hier ja noch erscheinen. Wenn es dann natürlich wieder neue Informationen gibt, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. Und sobald wir natürlich auch ein bisschen so über die Echtheit des Videos mal noch mal prüfen konnten, dann werden wir euch dann auch noch mal dort auf dem Laufenden halten. Aber so wie das Ganze halt dementsprechend halt ausschaut, scheint schon das aktuellste Video zu sein. Warum also diese schlechte Qualität? Das könnten wir jetzt hier wie gesagt, alles nicht feststellen. Wie gesagt, sobald wir dann mehr Informationen haben, lassen wir es euch zukommen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch was für unser Masterbus G3. Denn, oder eher Studio Polygon. Denn hier gab es mal wieder was Neues, Großes. Und das wollen wir euch natürlich nicht, äh, ja... Nicht, äh, fern, äh, also nicht äh, wegmachen. Und zwar geht es hier um das Studio Polygon und Studio Polygon Lite, ehemals Masterboss Master, Boost, Master Light für OMSI 2, werden jetzt nämlich ein Jahr alt. Hier geht es um ein Geburtstagsupdate. Deshalb erhaltet ihr ein Geburtstagsupdate, welches diverse Geburtstag-Repaints für den Lite mitliefert. Des Weiteren bedankt sich Studio Polygon bei allen, die mitgeholfen haben, um die Bugs zu finden und unsere zu verbessern, dass fast alle zufrieden sind und nochmals bedanken wir uns auch für die Zusammenarbeit mit Master Switch Studios, so heißt es aktuell. Und wenn ihr heute Nachmittag nochmal reinschaut äh, auf dem Discord-Server von Studio Polygon, werden diverse Giveaways verlost. Also solltet ihr vielleicht Bock haben, so auf den einen oder anderen Bus, dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Ich glaube, das wäre natürlich eine relativ coole Sache. Und damit sind wir dann auch schon. Am Ende dieser News. Ja, das ist halt ein bisschen mau, aber so ist es halt aktuell. Ich glaube, die spannendste Zeit beginnt jetzt erst wieder zwischen Oktober und November. Da wird es dann wahrscheinlich nochmal alles wieder hochfahren. Auch wissen wir noch nicht so hundertprozentig, was mit dem s 25 ja dann passiert ist. Das sollte ja ursprünglich ja Sommer noch rauskommen. 2020. Aktuell ist relativ ruhig. Vielleicht sind es die letzten Vorbereitungen, bis man dann irgendwann jetzt in den nächsten Tagen vielleicht die große Bombe platzen lässt. Man weiß es aktuell nicht. Aber somit haben wir eine schöne kurze News mal wieder. Dementsprechend hoffe, ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Wenn ihr natürlich Projekte habt, die ihr gerne ankündigen möchtet, dann schreibt uns doch einfach auf Discord an. Nutzt eine von unseren Social-Links, da könnt ihr uns überall erreichen. Macht dort am besten einen kleinen Text dazu fertig. Schickt uns da die Bilder oder Videomaterial dazu und dann könnt ihr vielleicht hier euer. Projekt in der nächsten ÖPNV News hier vielleicht finden, wenn wir uns natürlich mega darüber freuen, auch für die ganze Unterstützung, die ihr uns hier dazu gebt. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!